So, wir werden hier wieder angepustet. Ich habe nämlich gesagt, wir machen nämlich in der letzten Folge haben wir ja kurz den Break gemacht, damit wir direkt hier einsteigen können. Und wir uns in dieser Folge komplett der verrückten Faith hier widmen können. Ich verstehe das nicht. Hast du gedacht, du kannst einfach weitermachen, was du willst, ohne Konsequenzen? Ja, habe ich gedacht. Ich war vernünftig, ich war gerecht. Aber du bist so selbstsüchtig. Du hast jemanden zum Gehen gezwungen, der überhaupt nicht gehen wollte. Nur damit du was sein konntest. Ein Held. Weißt du, was Hybris ist? Arroganz vor den Göttern. Die Griechen glaubten, es wäre gefährlicher Hochmut, der die Göttin Nemesis dazu brachte, die gerechte Strafe zu erteilen. Genau die richtige Karte. Wenn ich gewinne, musst du einen Button tragen. Was sagst du? Straight Flush. Wenn Gewalt die einzige Sprache ist, die du verstehen willst, dann spreche ich diese Sprache. Und wenn ihr Blut an deinen Händen klebt... Und wenn ihr Blut an deinen Händen klebt... Nein. Sehen wir, wie heroisch du dich fühlst. Sehen wir, wie heroisch du dich fühlst. Was machst du denn? Ah. Es tut mir leid, dass ich das tun muss. Es tut mir leid, dass ich das tun muss. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Aber du hast dich entschieden. Aber du hast dich entschieden. Wer hat die Türen geöffnet? Kämpfen wir gegen den Marshall? Oh shit, sie sind drin! Ich sag dir doch, ich will nicht gehen. Ah, okay. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob die jetzt nur eine Illusion tot sind oder auch im Echt. Ich befürchte in Echt. Weil alles, was da passiert, passiert ja irgendwie in der echten Welt auch. Die Pettys haben den Kontrollraum! Rookie! Irgendwer! Wir werden Nein! Haltet sie auf! Alles klar, müssen ins Gefängnis kommen. Shit. Man sieht das Chaos im Gefängnis selber. Sie haben den Sheriff! Verdammt! Sie haben Earl! Rookie, ich komm! Verdammt nochmal, wo bleibst du? Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen geschlafen. Ich war noch ein bisschen müde. Fuck, fuck, fuck. Begib dich. Wir haben noch ein paar Drogen über, die können wir gleich auch noch reinschmeißen. Das ist ein Gegner. Kann ich meine Freunde mitnehmen? Na, natürlich nicht. Schade. Ein paar gezielte Kopfschüsse später. Komme. Sieh einmal an, wie schnell du zu Hilfe kommst. Keine Sorge, deine Freunde sind bei mir sicher. Ist irgendwie vom Dach aus rein, hat sie gesagt, ne? Ja. Ist alles zu. Die Waffe ist so geil. Ich muss hier irgendwie hochkommen, ne? Kann ich hier hochspringen? Nee, nicht. Die Musik ist auch sehr strange. Das ist vielleicht ein Rückensniper hier. Komm, ich bin unterwegs, Leute. Das ganze Gefängnis hier zerstört und wo ist der Sheriff? Und ist der jetzt wirklich tot, der Marshall? Die eine konnten wir wenigstens retten, aber den Marshall weiß ich gar nicht. Sah grad nicht so aus.
es jetzt alles echt war, Lüge war. Ach, wiss ich. Genug von deinen Lügen und deinem Gebrabbel. Finde Tracy. Tod darum. Ich hatte schon Geiseln, aber ich war nie eine. Das ist scheiße. Gott, gib mir meine Seele! Hier drüben, Rocky! Ich komme. Hilfe kommt. Ganz bestimmt. Wir kommen hier nicht. Ich bin unterwegs. Ich bin hinüber. Danke. Ja, ich muss eben gucken, was hier noch so ist. Der hängt immer so geil mit dem Fuß da. Hallo. Direkt erstmal plündern. Komm, ich helf dir. Komm, Tracy. Irgendwas muss Virgil und dem Marshall zugestoßen sein. Dann ging das Chaos los. Die haben den Sheriff, Rookie. Die haben alle. Wir haben Ärger. Und stehen und finde schwierige Angestellten. Passt super gerade. Einer der Wichser da draußen hat den Schlüssel. Schnell. Schlüssel benötigt. Bring den Schlüssel her. Wer hat denn den Schlüssel? Hä? Für den Schlüssel, warum wird mir eigentlich dieses scheiß Gebiet da hinten angezeigt? Den ich erschossen habe, oder was? Ja, aber ich weiß doch nicht, wo. Auch kein Schlüssel. Da, hab ihn. Ich komme. Ihr habt euch solche Mühe gegeben. Traurig, zu wissen, dass alles vergebens war. Na, das war nein. Virgil. Nein, nein. Was passiert mit seiner Quest? Hilf mir! Rück fest drauf! Komm schon, Virgil, komm. Komm schon. Na, der sieht tot aus. Das ist es, was sie macht. Sie nimmt. Sie zerstört. Mann, ich will wissen, wer da die ganze Zeit pfeift. Wie so ein Psycho ist sie das? Finde sie. Töte sie. Lass sie damit nicht davonkommen. Komm ja schon. Sie bleibt jetzt hier, sie könnte uns eigentlich helfen, komm. Verschlossen. Ist auch alles zu. Oh. Okay, gibt's eindeutig einiges an Munition. Werde ich die brauchen? Höchstwahrscheinlich, ne? So. Wenn es vorbei ist, werden wir vereint sein im Bliss. Du, alte Schl, wirst alleine im Bliss sein. Ich
wir lassen bald ihre Hüllen fallen. Also nicht ihre Hüllen, sondern ihr wisst, was ich meine. Sie versteckt sich hinter ihrer scheiß Blitzkacke hier. Jetzt siehst du, wozu wir fähig sind. Komm zu mir und ich zeige dir eine Welt, die du nie für möglich gehalten hättest. Wir bewegen uns hier in Slow Motion. Das passt aber gerade nicht zu einem guten Bosskampf. Vielleicht reicht am Ende auch genau ein Schuss und dann ist er fertig. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now. Aber jetzt versteht er seine Bestimmung und wird sich in Eden zu uns gesellen. Und wenn du versuchst, ihn aufzuhalten. Was dann? Natürlich werden wir es versuchen. Könnte ich noch einen verlieren? Dein Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Also werde ich diese Mauer einreißen. Ja, mach das mal. Dein Sheriff ist jetzt. Schön, dass die Munition hier ausbaut. So dicht dran, das Wort des Vaters in sein Herz zu lassen. Das ist die Alte. Und wenn er es tut, dann führt kein Weg zurück. Oh, Alter. Ich will jetzt kein Foto machen. Wollte ich noch schnell Drogen nehmen? Oh, alles rein. Jetzt stirbst du allein. Warum kämpfst du gegen uns? Weil es Spaß macht. Doch, was kommt. Der Vater hat es dir gezeigt. Die Welt stürzt in sich zusammen. Sie ist krank und verdorben. Der Vater bietet dir die Chance, loszulassen. Dir keine Sorgen mehr zu machen. Nein. Frei zu sein. Jetzt kommen wieder ein paar raus, okay. Wo kann ich sein? Du schlägst zu, aber du kannst seine Schöpfung nicht vernichten. Du weißt nicht, was er tun wird. Story, aber das interessiert uns jetzt auch nicht mehr. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben. Und der letzte, du, komm. So. Blöde Bitch, ey. Leck mit ihr. Du willst es nicht verstehen. Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder? Joseph glaubt, er sei unser Erlöser. Aber du wirst es sein, der entscheidet, was passiert. Du warst der Anfang. Du bist das Ende. Ich
Sag Lebewohl. Es sollte immer genau so ablaufen. Du folgst dem Pfad. Du rettest deinen Chef. Du wirst der Held sein. Und dann entscheidest du. Und wenn du nicht auf ihn hörst, behält er recht. Ich würde mal sagen, plöpp. Weg ist er. Ich hoffe, das Land kann wieder ein bisschen aufatmen, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne überall das Bliss einzuatmen. Und haben wir den Sheriff jetzt gerettet? Folge dem Pfad. Betritt Faves Bunker. Huh. Wahrscheinlich ist er da drinnen. Waffen können wir nicht nehmen. Ich habe nicht nach. Ich wurde auserwählt. Joseph, sieh! Ich habe hier einen Haftbefehl. Etwas wird kommen. Was? Habe ich jetzt wieder eine Waffe in der Hand? Das ist immer noch so Psycho. Is to sing his praise, then when wir sind noch im Gefängnis, oder? Ich glaube ja. Begun. Die Augen sehen nicht so fit aus. Ich habe nicht viel Zeit, Rocky. Das Bliss. Du musst es aufhalten. Du musst dich beeilen. Was müssen wir denn tun? Wo ist denn hier die Quelle? Oh nein, 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 nicht erhängen. Können wir das Ding abschießen, das sei? Save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Du musst dich beeilen, Rookie! Ich muss erstmal das Seil durchschneiden. Wir haben nicht viel Zeit, Rookie! Nee, kann ich nicht. Stopp die Blitzproduktion, mach ich. Komm hier rüber, Rocky! Schnell! Sheriff, durchhalten. Kämpft dagegen an. Boah, wie viele Türen gibt's denn hier? Schon wieder normal aus jetzt hier. Ja, das sieht wirklich normal aus. Bam. Sheriff retten. Ein Headshot am anderen verteile ich hier. Wo ist denn der? Hey. Hey. Ach Gott, das ist scheiß drauf. Nein, 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 nein. Lass es los, Alter. Nein, 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 nein. Aus, aus. Nein, du bist doch. Bist du verrückt?
Da liegt eine Granate neben mir. Oh, gut, dass ich mich gerade nochmal geheilt habe. Nochmal hochheilen. Hui. Oh, knapp. Nein! Oh, nicht hochklettern. Fuck, Alter. Warum treffen die mich hier gerade alle? Meine Munition geht gerade leer. Ach, da oben. So, das war's gleich mit meinen Erste-Hilfe-Koffern. Komm mal schneller. Ein noch. Da sieht der Typ mich nicht. Da kommen gerade welche, ja, die muss ich erstmal töten. Der geht mir auf den Sack, ey, der Scharfschütze. Okay, jetzt. Schließ! Brauchen wir eben hier Muni. Und wohin? Ist jetzt wieder zurück oder nach oben? Sind wir hier nach oben, ne? Das war's dann, Rookie. Tut mir leid, aber ich muss von hier verschwinden. Wegen dem Bliss kann ich nicht mehr gerade gucken. Dann liegt es an dir, spreng die Bude in die Luft. Ah. Boah, sind da viele Gegner hinter. Uiuiui. Brauchen wir ja Munition? Ah, ich hab wieder welche. Abschaltung sämtlicher Sicherheitsschlösser. Fang an zu suchen, wir werden ihn finden. Wir werden ihn finden, ja, ich stehe hinter der Tür. Nur durch das Glas gucken, ey. Fuck, was ist denn jetzt, wenn ich aufmache? Überlastung der Türkei-Ventile. Abschaltung sämtlicher Sicherheitsschlösser. Diese Scheißerschütterung. Ups. So ein Ding, ne? Überlastung der Zentralventile. Okay. Überladung steht kurz bevor. Mehr durchschießen, ne? Das gibt Panzerglas. Ja, vielleicht kannst du mir helfen, Sheriff. Weg mit dir.
Achtung, steht kurz bevor. Sofortige Evakuierung. Überlebt selbst sowas, ne, mit seinem scheiß Helm. So. Ein paar gezielte Headshots. Reicht. Überladung steht kurz bevor. Irgendwann renne ich so ein Ding rein und der verbrennt mir den Kopf. Alles brennt hier, alles in Schutt und Asche. Hab dich. Bestimmt noch mehr. Weg mit dir. Weg. Weg. Auf dem Weg hier, ich muss nach oben. Ist hier raus. Aber mit den Headshots läuft's gut bei mir heute. Headshot-Festival mitmachen. Ich traue dem Braten ja noch nicht auf den Ohren deiner Ohren. Wenn du beim Drehen am besten noch in den Rücken schießt. Haben wir alles schon gehabt. Jetzt hab ich die ganze Zeit Amazing Grace im Kopf. Komme! Draußen. Hui. Ah, war also doch nicht das Gefängnis. Das war wirklich ein Bunker. Sag nur BÄM, Alter. Den haben wir gefickt, Mann. Jetzt gibt's Party, Leute. Henbane River. Region befreit. Zwei Regionen befreit, macht nur noch eine. Mal gucken, was der gute Joseph dazu sagt. Er wird nicht amüsiert sein. Du siehst scheiße aus. Ja, so fühle ich mich auch. Brauchst du Hilfe, um reinzukommen? Gott nein, das geht schon. Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Vergiss das nicht. Hey, kannst du mir helfen? Ich muss los. Hm. Weißt du, es gab einen Moment, kurz bevor du ankamst. Ich verlor die Hoffnung, ich sah einfach keinen Ausweg. Aber du warst stark. Und viele gute Menschen sind gestorben, aber wir alle hier, wir leben noch dank dir. Und ich bin verdammt stolz auf dich. Und jetzt geh und finde diesen gottverdammten Joseph Seed. Bring ihn vor Gericht, oder? Unter die Erde. Ich glaube ja, letzteres. Das ist ein Befehl, Deputy. Tja, Joseph. Ein Ziegel ward geöffnet. Erzähl. Meine Faith. Meine Faith. Sie war nicht die erste, die diesen Namen trug, aber sie war die hingebungsvollste. Als sie zu mir kam, war sie wie viele von euch. Gebrochen. Verloren. Ich habe an sie geglaubt. Und sie wurde engelsgleich. Perfekt. Und die Sünde haben sie uns weggenommen. Es ist der Glaube, der uns zusammenhält. Ohne sind wir verloren.
Also verlieren wir nie den Glauben. Und jene, die uns Böses wollen, werden leiden. Stellt sich am Ende die Frage, wer leiden wird. Das ist schon die zweite Region, die wir befreit haben. D2 Sündenfresser in Läden freigeschaltet. $4000 bekommen. Und das Wichtigste ist wirklich, wir haben die Region befreit. So, Befehl, Sir. Ja, die Folge hat ein bisschen Überlänge, aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie schneiden oder mittendrin kürzen oder teilen. Jungspund, wenn du an einem Laden vorbeikommst, guck mal rein. Es gibt ein paar neue Spielzeuge für dich. Ja, was es so an Spielzeugen für uns gibt, schauen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch bis hierhin. Und vielleicht schreibt ihr mir in die Kommentare, wie ihr denn die Faith so als Boss fandet. Das würde ich mich sehr darüber freuen, würde mich sehr interessieren. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein.